So, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Aktien Roundup. Heute wieder mit Tom. Hallo Tom. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Clubmitglieder. Hallo, liebe Gäste. Wir sprechen heute über Micron Technology, um genau zu sein. Hat gestern Zahlen geliefert, gestern Abend Zahlen geliefert. Ausgesprochen gut, sprechen wir gleich aber zu. Zuallererst werfen wir einen kurzen Blick, wie immer, auf das, was passiert ist. Wie gesagt, heute Fokus Micron. Ganz kurzer Abriss, was macht Micron? Wir sind wieder in der Chipbranche unterwegs, wir sind wieder im Segment Halbleiter unterwegs, diesmal allerdings in einer anderen Ecke. Wir haben in den letzten Wochen ja über Zulieferer gesprochen, wir haben über Chip-Produzenten im Generellen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was es so für Spezial-Chip-Anbieter gibt. Wir haben über Nvidia gesprochen, wir haben über AMD gesprochen, wie gesagt, in den letzten Wochen auch über die Zulieferer gesprochen. Heute sind wir ja in dem ganzen Tag eigentlich im breiteren Chip-Segment unterwegs und da geht es darum, was für kleinere Chips eigentlich in den größeren Chips genutzt werden, so kann man es sagen. Das stimmt zwar nur zu Teilen, aber ein großer Teil dieser Zulieferung oder dieser Chips, die integriert sind, die kommen auch von Micron. Deswegen heute der Fokus auf, oder Vormittag der Fokus auf Micron, heute Nachmittag dann auch noch auf weiteren breiten Chip-Produzenten. Das heißt, wir sind heute nicht so spezialisiert, sondern wir sind im breiten Markt unterwegs und wollen uns da an der Stelle mal das ein oder andere Unternehmen anschauen. Wir starten, wie gesagt, mit Micron und dem Blick auf den Chart. Und in dem Falle ist das jetzt der Chart der letzten 14, 15 Jahre, die wir hier sehen. Ich habe es mal so ein bisschen eingezeichnet, um ein grundsätzliches Verständnis so ein bisschen für die Aktie an sich zu schaffen. Wir hatten zwar mal ein absolutes Hoch in der Dotcom-Blase. Da ist die Aktie mal absolut in die Höhe geschossen. Danach ganz schön ordentlich gefallen. Hat dann aber in den letzten Jahren, und deswegen hier nochmal der Blick auf 2012, 2013, 14, 15, den wir hier sehen, einmal hochgelaufen in so einem schwankenden Marktzyklus, kann man so sagen. Und das ist hier nochmal ein bisschen abgetragen. Also wir sehen wirklich, dass dieser Chipmarkt im Generellen, auch im Konsummarkt, dafür steht, dass wir deutliche Schwankungen im Markt haben. Also immer diese Zyklen durchlaufen, die wir uns gleich nochmal angucken. Und die sieht man auch schön in dem Aktienkurs, in dem Fall hier von Micron. Also wir sehen ein schönes Hoch, ein Tief, ein Hoch. Wie gesagt, das ist jetzt hier der Chart der letzten 15 Jahre. In Summe sehen wir aber, dass es halt einen deutlichen Aufwärtstrend in den letzten Jahren hier gegeben hat. Ja, auf jeden Fall. Und besonders jetzt zuletzt ist der Auswärtstrend auf jeden Fall nochmal richtig rausgeschossen. Wir sehen das ja später auch nochmal im Graphen. Nach den letzten Quartalszahlen jetzt auf jeden Fall wieder ein positiver Trend, in dem wir uns gerade befinden, würde ich sagen. Genau, und wenn wir nochmal weitergehen und uns nochmal angucken, was wir uns gestern angeschaut haben, oder beziehungsweise vorgestern mittlerweile, dann sehen wir hier auch nochmal den Chart von Micron, jetzt hier im Wochenchart einmal abgebildet und was wir ganz gut gesehen haben und was so ein bisschen die Idee des ganzen Konzeptes war zu sagen, Tom sagt es immer so schön, die Untertasse hat wieder zugeschlagen, man sieht sie auch hier ganz gut, also wir haben diesen Verlauf der Untertasse, das heißt eine Zeit, in der man auf eine Konsolidierung auf hohen Niveaus hatte, das Ganze ist deutlich nach unten gelaufen, dann mit einem ganzen Schwung bergauf, das heißt mit dem Marktmomentum bergauf gelaufen, mit der Erholung des Konsumklimas bergauf gelaufen. Auch die Ergebnisse haben sich schon angedeutet zu verbessern und die Idee war eigentlich hier oder das Konzept war zu sagen, wir haben hier einen Hoch, was wir schon mal getestet haben, zweimal getestet haben, quasi wenn man ganz zurückgeht in die Dotcom-Blase fast dreimal getestet haben und hier quasi mit dem Konzept herausgegangen zu sagen, okay, diese Untertasse-Formation kann zumindest bei positiven Ergebniszahlen dazu führen, dass es hier einen Ausbruch nach oben gibt. Den gab es dann ganz deutlich auch. Die Ergebnisse waren nämlich besser, als man hier gedacht hat. Also man sieht auch hier diese Formation, die sich so ein bisschen gebildet hat. Das war die Erwartung. Wir gehen später nochmal auf die Ergebnisse ein. Wir sehen aber im Kern ganz gut, dass die Aktie daraufhin jetzt 15% knapp nach oben gesprungen ist. Also einen ganz deutlichen Schwung hier mitgenommen hat. Wir sind jetzt noch vor Markteröffnung, muss man an der Stelle sagen. Es kann also sich natürlich noch so ein bisschen nach oben und unten bewegen. Im Kern sieht man aber ganz gut, dass dieses Hoch hier eigentlich übertroffen wurde und wir auf dieser oberen Linie hier gerade aktuell aufsetzen und damit weiter in diesem langen Aufwärtstrend hier bleiben. Bevor wir dann noch ein bisschen auf die Zahlen reinschauen und uns anschauen, warum
Micron eigentlich diesen Sprung gemacht hat oder was die Gründe dafür waren. Starten wir nochmal vorne und mit einem kurzen Blick auf warum eigentlich die Industrie, haben wir uns gerade schon mal angeguckt, und worum eigentlich Micron. Diesen Superzyklus, den man nämlich gesehen hat, gerade eben im Chart, den sieht man auch, wenn man sich so den gesamten Branchenmarkt anschaut. Man sieht hier so ein bisschen diese Superzyklen in den letzten 40, 50 Jahren abgebildet. Man sieht jetzt hier mal von den 1968 oder 86ern ungefähr. Man sieht es ganz gut, wie erst der PC-Markt kam, dann der mobile Handymarkt und dann eigentlich so ein bisschen der Hype rund um Dotcom, rund um die Internet-Euphorie eigentlich zu dem nächsten Zyklus geführt hat. Trotzdem immer wieder mit so Dips nach unten. Ja, und jetzt nennt man es hier in dem Fall Interconnected the World. Oh, das ist jetzt schon ein paar Jahre älter. Mittlerweile würde wahrscheinlich KI-Revolution hier irgendwie draufstehen. Aber was ganz, ganz deutlich wird, ist, dass dieses Wachstum doch sehr signifikant hier ist. Das sieht man auch auf ein bisschen kürzeren Zeitspannen, jetzt mal aus der Dotcom-Blase herausgesehen. Hier im Absatz dieses Chipmarktes auch hier wieder breit angesetzt mit diesen Dips. Und man sieht auch hier ganz schön an diesen Kursverläufen, das spiegelt sich schon ganz gut auch mit dem, was man so bei Micron hier gesehen hat. Ganz global gesehen, was sind so die Wachstumstreiber, was sind die großen Märkte? Computing, Data Storage ist ein großer Markt. Heute auch wieder ein Thema. Micron ist insbesondere auch dort sehr, sehr aktiv. Ganz generell kann man sagen, geht es hier um Speicherchips in verschiedenen Formen. Es geht zum einen um Arbeitsspeicher, also wirklich Speicher, den man benutzt, um Rechenoperationen auszuführen. Und es geht um klassischen Speicher, also Speicher, den man nutzt, um Daten zu speichern. Und beides kann man hier sehen. Ist relativ groß im aktuellen Wachstumstrend oder auch in dem, was zukünftig erwartet wird, sehr, sehr präsent. Das ist eigentlich mit der aktuell größte Markt. Heute Nachmittag werden wir uns noch mal auf den Part Wireless Communication und auch Wired Communication ein bisschen auch die ganzen oberen Parts auch noch mal ein bisschen genauer ansehen, weil auch das natürlich große Wachstumstreiber sind. Ganz generell kann man aber sagen, im breiten Markt, ja, ist das hier schon ein relativ signifikantes Wachstum, was von den Jahren 2021 bis 2030 hier erwartet wird. Und man sieht auch wieder, hier gibt es nicht ein Segment, auch wenn eines vielleicht größer ist als das andere. Hier ist es ein breites Marktsegment, was einfach durch Digitalisierung und Wachstum getrieben wird. Was ist das große Gold in dieser Zeit? Das große Gold ist Daten. Daten, die die Welt quasi verändern. Man kann seit langer Zeit eigentlich so einen sehr, sehr steilen, exponentiellen Wachstumstrend im Rahmen der Daten und Datenqualität sehen. Also wir haben viel mehr Daten, wir haben Daten viel höherer Qualität. Dieses KI-Thema hat das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Ist hier in der Deutlichkeit, glaube ich, noch gar nicht abgetragen, aber dadurch werden natürlich noch mehr Daten produziert, in einem noch größeren Umfang produziert, und das ist schon relativ signifikant, über welche Volumina wir hier sprechen. Man kann sich das mir vorstellen, wenn man hier von 2010 quasi herausblickt, bis das, was so 2025 auch passieren da kann, dann... Ja, die Datenmenge ist ja wirklich am Steigen und man merkt das ja auch. Die großen Technologiekonzerne, sei es in den USA oder Asien, bauen ja wirklich Datenzentren, ziehen diese Datenzentren wirklich am laufenden Band hoch, und Micron ist wirklich eines der Unternehmen, das da überall dabei ist mit seinen beiden Technologien, die wir gleich auch noch kurz vorstellen werden, und einfach ein großer Profiteur, wie man es jetzt auch zuletzt bei den Zahlen gut gesehen hat, finde ich. Wir gehen nochmal weiter und schauen uns auch noch ein bisschen an, was steckt denn eigentlich hinter diesem breiten Markt. Hier sind hier nochmal so ein paar Beispiele. Wir wissen ja, Internet of Things ist auch immer wieder so ein Datenpunkt, also auch wie man die ganze Industrie weiter digitalisieren kann. Wir sind ja doch noch relativ speziell, und wenn man darauf schaut, wie breit sind eigentlich die Ketten, wie breit ist der Markt aufgestellt, dann sieht man doch ganz signifikant, dass auch ein breites Marktsegment hier ja eigentlich dieses Wachstum in der Zukunft noch treiben wird. Und es wird auch relativ deutlich, wenn man jetzt mal auf die einzelnen Teilbereiche auch von Micron hereinschaut, dann sieht man nämlich, ja, okay, Datenzentren, das ist das große Segment, was wir gerade eben gesehen haben. Wir sehen aber auch den mobilen Part, den PC-Markt, den Industrial-Markt, den Automarkt, also wirklich das breite Segment. Und jedes dieser Segmente hat eigentlich einen relativ signifikanten und großen Anteil, und fast jedes dieser Segmente, und das ist so ein bisschen das, was man auch hier unten sehen kann, wird zukünftig, und wir sind schon in der Zukunft und gegebenenfalls auch noch weiter, halt dieses Wachstum im Durchschnitt liefern, und teilweise stärker, teilweise weniger stark, aber grundsätzlich sieht man auch hier ein
ja, weiterhin hohes Wachstum. Ja, man sieht ganz schön, dass tatsächlich die Speicherprodukte, die Micron anbietet, in nahezu jeder Industrie genutzt werden können oder gebraucht werden. Man sieht das zum einen in Datenzentren, aber auch in der Automobilindustrie. Man sieht das ja ganz schön bei den neuen Autos. Es ist ja alles elektrifiziert, alles ist ein Supercomputer heutzutage. Das heißt, da sind viele, viele Wachstumsmärkte. Und ich glaube, das bleibt sehr spannend, was da noch auf uns zukommt. Absolut. So, jetzt gehen wir ein bisschen spezieller in das Thema Micron schon rein, auch wenn wir gleich uns nochmal ganz kurz angucken, wo kommt Micron eigentlich her. Wir sind in zwei Segmenten sehr, sehr signifikant aktiv, DRAM und NAND. Das werden wir uns gleich genauer ansehen. Bei beiden Segmenten sieht man, dass es riesige Märkte sind, die angesprochen werden. 161 Milliarden, 330 Milliarden. Und das war jetzt schon ein paar Jahre her. Das heißt, das Wachstum ist noch weiter gewachsen. Die Bereiche sind sehr, sehr, sehr groß und sie liegen auch überhalb des ganz globalen klassischen breiten Chipmarktes, also auch der Speicherchipmarkt. Und das sehen wir auch so ein bisschen an diesen Datenzentren, die gebaut werden. Das ist das, wo es halt wirklich sehr viel Wachstum gibt, weil man das halt insbesondere auch vorantreiben muss, um ja, diese großen Datenmengen irgendwie abzusprechen. Tom hat es gerade eben angesprochen, große Datenzentren werden überall gebaut und die müssen beliefert werden und das sind Chips, die dafür auch benötigt werden. Man sieht das kurz, wenn ich nochmal reingerätschen darf, man sieht das ganz schön, die Grafiken, man erkennt gar nicht wirklich mehr, dass es wirklich Chips sind. Das ist so eine hochfeine Technologie, dass wenn wir jetzt Chips sagen oder Speicherchips, dann denkt man natürlich an SD-Karten oder ähnliches, aber das ist wirklich feine Technologie, Halbleitertechnologie und ja, wirklich sehr interessant. Hier sieht man noch so ein bisschen die Aufteilung, wie aktuell dieser Memory-Chip-Markt auch geteilt ist oder generell aufgeteilt ist. Man sieht als großen Player Micron, man sieht als andere große Player aber auch den koreanischen Markt mit Samsung und mit SK Hynix, nenne ich sie immer. Wahrscheinlich heißen sie auf Koreanisch ein bisschen anders, aber man kann grundsätzlich sehen, dass es eigentlich drei große Player für diesen DRAM-Markt gibt. Beim NAND-Markt sind noch ein paar mehr mit dabei. Auch Intel spielt da in einer gewissen Form mit. Man muss sagen, das sind aber nicht die Dimensionen, über die man hier spricht, wenn man sich die anderen Player am Markt auch anschaut. Genau, dann kommen wir jetzt schnell nochmal zur Geschichte. Wir sind ja ein bisschen unter Zeitdruck und wie du das eben schon meintest, es hat angefangen alles in Südkorea mit den DRAM- und NAND-Chips, mit den Speicherkapazitäten und dann kam 1978 Micron dazu und hatte von Anfang an so ein bisschen einfach so eine Edge und hatte einfach hohe Innovationskraft und konnte sich relativ schnell zu einem der größten Hersteller dieser Speichereinheiten durchsetzen. Man hat dann relativ früh auch mit großen Unternehmen wie Windows oder Intel zusammengearbeitet und konnte sich dadurch so ein bisschen Vorteile gegenüber der Konkurrenz bauen, sage ich mal. Und ist dann letztendlich 1998 zum weltweit größten Hersteller von Speichereinheiten aufgestiegen. Dazu beigetragen hat damals dann noch eine große Übernahme, die man getätigt hat. Man hat die Speichereinheit von Texas Instruments, ein weiterer großer Player der Chipbranche, übernommen und ist somit quasi zum größten Player der Welt aufgestiegen. Ja, danach der Jahrtausendwende und mit der Einführung der Mobiltelefone und den Kameras dieser Telefone hat man sich so ein bisschen an ein anderes Geschäftsfeld gewagt. Die Bildsensoren hat da viel auch dran gearbeitet, viel weiterentwickelt. Die CMOS-Technologie, spreche ich es jetzt einfach mal aus, die sich heute in nahezu jedem Mobiltelefon oder in jeder Digitalkamera befindet. Man hat das Segment aber dann später abgestoßen und sich auf die Speicherkomponenten, um sich auf die Speicherkomponenten zu fokussieren. Genau, also wie du es ja auch vorhin schon gesagt hast, man hat zuerst vom Trend der Computer profitiert, danach kamen dann die Mobiltelefone und zuletzt dann jetzt die Datenzentren. Und man sieht das ganz schön, wenn du noch mal eine Folie zurückspringen könntest, wie die Chips damals aussahen. Man sieht es unten rechts, das war der erste, also man sieht es da ganz klein, 1 GB DRAM. Speichereinheit und auf der zweiten Folie jetzt sieht man, wie klein diese Technologie wirklich geworden ist. Das ist wirklich Wahnsinn, wie sich das Unternehmen entwickelt hat und ist heute immer noch, man hat es eben gerade schön gesehen, immer noch eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich der DRAM und NAND Flash-Speicher und hat sich einfach eine wunderbare Stellung in dem Markt geschaffen. Man kann eigentlich auch sagen, dass halt dieser Markt insbesondere auch
dafür steht, dass sie sich stetig weiterentwickelt, weil der Bedarf, wenn leistungsstärkere Chips entwickelt werden, nach diesen Speicherlösungen auch einfach vorhanden ist. Leistungsstarke Chips kann man im Kern sagen, funktionieren nicht ohne leistungsstarken Arbeitsspeicher oder leistungsstarke Speicherlösungen, sowohl auf der Festplattenseite als auch auf der Arbeitsspeicherseite. Das heißt, diese 1-Gigabyte-Chips, die man damals gesehen hat, die schon eine große Innovation war, wenn ich mich daran erinnere, man ist von 64 KB-Chips noch irgendwann gekommen. Auch ich habe die noch benutzt und die Entwicklung war relativ rasant, dass man jetzt über mehrere Gigabyte mittlerweile spricht, natürlich auch noch auf neuen Technologieplattformen. Wir hatten DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 und natürlich auch die integrierten Lösungen, kommen wir gleich nochmal zu, wenn man auf diese Komponenten rund um, was macht man mit Nvidia, was macht man mit AMD, was macht man mit Intel, man ist integriert in vielen Systemen und überall werden diese Lösungen halt gebraucht, um am Ende diesen operativen Prozess im Chipmarkt auch wirklich umzusetzen. Ganz kurz, ich bin schon was drüber gesprungen, man sieht hier auch so ein bisschen, wie sich das Ganze global entwickelt hat und wo man überall aktiv ist. Und deswegen sagt man auch immer, dass es essentiell ist, dass Micron quasi breit in der Welt unterwegs ist und essentiell für viele Staaten ist. In China gab es zuletzt mal eine Warnung, dass man gesagt hat, Micron ist ein Sicherheitsrisiko, weil man doch so vernetzt auch und aus den USA kommt, muss man sagen. Sicherheitsrelevant kann man an der Stelle sagen, ob inwiefern das jetzt stimmt oder inwiefern das auch ein bisschen politisches Kalkül ist. Wir wissen, in Asien ist ja auch der Chipmarkt und insbesondere der breite Chipmarkt sehr, sehr stark im Kommen, auch in Korea. Und da möchte man natürlich auch so seine Konkurrenten ein wenig ausboten. Aber was man halt hier gut sehen kann, ist, dass man wirklich in der breiten Welt auch Chips produziert, Chips herstellt und dementsprechend auch Chips ja eigentlich ganz global vernetzt auch an Kunden liefern kann. Und wie du schon sagst, ja auch selber herstellt. Das ist ja nicht nur das Design, dass das Unternehmen sagt, okay, wir designen unsere Chips selber und jemand anders wie Intel beispielsweise oder TSMC produziert die dann für uns, sondern das Unternehmen hat relativ früh sich dafür entschieden, selbst Produktionsstätten aufzubauen. Ich meine, zuletzt sind es knapp 11 Stück gewesen in der ganzen Welt. Man sieht das ja auch relativ schön verteilt. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein Vorteil gegenüber Konkurrenten wie beispielsweise, da kann man jetzt nicht so ganz vergleichen, Nvidia oder AMD, die sich ja wirklich auf das Design der Chips fokussiert haben. Ja, springen wir mal rein in die Zahlen. Was ist passiert? Wir haben gesehen, plus 17%, plus 18%. Was konnte das Unternehmen hier quasi präsentieren, dass man wirklich diesen Sprung geschafft hat? Ganz kurz zusammengefasst sieht man ganz gut, dass wir oben einen Umsatz haben jetzt von ungefähr 5,82 Milliarden Dollar. Wir haben einen Gewinn von 793 Millionen Dollar, muss man an der Stelle hier sagen. Das sind keine Milliarden. Wir haben aber eine Rückkehr quasi trotzdem zur Profitabilität gesehen. Und was ist eigentlich so in der Vergangenheit ganz kurz passiert? Ja, wir haben zwar diese positive Entwicklung ganz generell gesehen, aber wir sind wieder in einer Zyklusform gesehen gewesen. Man sieht es hier oben auch so ein bisschen an dieser Formation, dieser Untertasse, die sich gebildet hat. Man sieht es aber halt vorher diesen Abschwung und das kam auch dadurch, dass der breite Markt halt einen Rückgang erfahren hat. Man hatte viele Lagerbestände aufgebaut, auch in der Corona-Zeit zur Digitalisierung große Lagerstände aufgebaut. Diese Lagerbestände hat man dann nicht richtig verkaufen können oder nur zu niedrigeren Preisen verkaufen können. Der Umsatz ist eingebrochen, knapp um 50%. Die Gewinne sind eingebrochen, man ist wieder in ein negatives Segment gerutscht und all das hat auch zum Rückgang des Kurses geführt. Jetzt sieht man wieder den Aufschwung und insbesondere in den letzten Quartalszahlen jetzt einen deutlicheren Aufschwung, als man das in vielerlei Hinsicht gedacht hat. Also ein Anziehen verschiedener Nachfragekomponenten, auf die wir uns gleich nochmal kurz anschauen, aber wir sehen halt vor allem auch eine Rückkehr zur Profitabilität und einen Ausblick für weiteres Wachstum. Was bedeutet das genau? Naja, wir haben diese DRAM- und die NAND-Technologie, also die Technologie für den Arbeitsspeicher, die hier im DRAM steckt und die NAND, die in den klassischeren Speicherlösungen unterwegs ist. Groß und aktiv ist man insbesondere auch in diesem DRAM-Segment, aber wir haben halt auch diesen NAND Teil, der in der letzten Zeit noch mehr Wachstum gesehen hat. Wir sehen das hier und man darf nicht vergessen, das ist hier nicht vom Jahr zu sehen, sondern wir sind hier wirklich in einem Wachstum, wie sich das im letzten Quartal hier entwickelt hat, Quartal zu Quartal in dem Falle. Und da sehen wir schon deutlichen Umsatzzufluss auf beiden Ebenen. Das heißt, wir haben zum einen den Absatz erhöhen können, wir haben zum anderen auch die Preise erhöhen können. Das sieht man hier unten, also
ASP heißt so viel wie, wie teuer kann ich ein Produkt verkaufen, was ist mein Preis, zu dem ich ihn verkaufen kann. Und hier sagt man, das ist deutlich hochgegangen, um ja 10% oder noch höhere 10% Zahlen. Und hier sieht man einen Zufluss von über 30%. Das heißt, man sieht auf beiden Ebenen, man konnte mehr verkaufen, man konnte es zu höheren Preisen verkaufen und das hat auch zu diesem starken, dieser starken Entwicklung geführt. Was sagt das in den einzelnen Segmenten aus? Auch hier von oben nach unten einmal gesehen, sind wir einmal im Compute- und Networking-Bereich, also alles, was man für den PC, für den PC-Bau braucht. Wir haben hier unten den Mobile-Bereich, der auch relativ stark ist und in den letzten Jahren auch das Unternehmen stark nach vorne gebracht hat, wo man eigentlich Chips für Mobiltelefone auch baut. Auch hier sieht man ein deutliches Wachstum, 26%, 24% Quartal zu Quartal in dem Falle. Embedded ist wirklich alles, was integriert ist in anderen Speicherlösungen, Chiplösungen. Wenn man sich Nvidia anguckt, Nvidias Grafikkarten, zum Beispiel auch die Top-Grafikkarten, die H100s anschaut, dann befinden sich diese in diesem Embedded-System drin und auch dort sieht man weiteres Wachstum. Aber, und das ist sehr signifikant, auch dieser Storage-Teil, auch der wächst weiter um über 40%. Quartal zu Quartal sieht man hier, also wir sehen ganz grundsätzlich im Quartal schon extreme Wachstumsraten und das halt aufs Jahr hochgebrochen mal noch stärker. Also es zieht deutlich an und deshalb kann man halt auch andere Preise verlangen. Wir kennen es von Nvidia, wir kennen es von AMD und in dem Falle zeigt sich das aber auch im breiten Chipmarkt. Was ist so aktuell das, was das groß nach vorne treibt, das sieht man hier nochmal ein bisschen heruntergebrochen, also wirklich 71% aktuell ist noch dieser DRAM-Teil, der konnte zu höheren Preisen verkauft werden und hat sich auch quasi im Wachstum weiterentwickelt, noch stärker diese klassischen Storage, diese Speicherlösungen, dort konnte man über 30% mehr einnehmen, man konnte auch hier weiter wachsen. Aber man sieht so ein bisschen, im letzten Quartal zu Quartal ist dann der Umsatz hier ganz leicht, zumindest ganz breit gesehen, zurückgegangen. Es ist ja aber auch das kleinere Geschäftsfeld, muss man ja sagen. Ne? Also. Das kleinere, aber jedenfalls das mit mehr Wachstum. Was muss man noch so wissen? Man muss wissen, dass es gab den Rückgang zur Profitabilität. Er war sehr positiv und das sieht man, wenn man sich die Zahlen anguckt, auch ganz gut. Wir haben wieder eine Rückkehr zu einer positiven Grossmarge, wir sind wieder in der Profitabilität gewesen, aber dieser deutliche Sprung, den man gesehen hat, der kam insbesondere aus einer Steuerrückerstattung. Ich habe sie hier nochmal gezeigt und markiert und das ist einfach nur wichtig zu wissen, denn diese Steuerrückerstattung ist natürlich so ein Einmaleffekt und der war doch relativ signifikant. Also man sieht es hier von 793 Millionen waren ungefähr 622 Steuerrückerstattungen. Man sagt zum einen, ja okay, dafür hat man in den letzten Malen zu viel Steuern bezahlt, das heißt die letzten Gewinne waren nicht ganz so schlimm, allerdings ist dieser dann dementsprechend auch besonders groß. Man wird in der Zukunft, und das ist auch das, was in den Geschäftsberichten steht, wieder zu etwas zurückkehren, wo man die Steuern etwas besser abschätzen kann und auch das in diesem Zufluss des Marktsegmentes die Steuern ein bisschen besser abschätzen kann. Man sieht ja aber trotzdem ganz schön, dass auf jeden Fall Operating Income ist wieder positiv, das Unternehmen ist operativ wieder profitabel und ich glaube, das war auch für die Börse sehr wichtig zu sehen, dass man nicht nur ankündigt, okay, jetzt sollte es, dieses Jahr sollte es wieder losgehen, sondern dass man auch wirklich zeigt, man kann, operativ ist es wieder möglich, Gewinne zu erwirtschaften und die 622 Millionen sind dann so ein bisschen die Kirsche on top, würde ich sagen. Wie geht es weiter? Ja, man will auch weiter wachsen und es waren nicht nur die letzten Zahlen besonders gut, sondern auch die zukünftigen waren besser als erwartet. Der Umsatz soll quasi steigen um 75% im Vergleich zum Vorjahr im nächsten Quartal. Man sieht es hier auf ungefähr 6,6 Milliarden. Die Marge soll sich weiter verbessern, also wir haben schon einen deutlichen Sprung gemacht. Man erwartet, dass man aber weiter mehr verkaufen kann und zu höheren Preisen verkaufen kann. Zusätzlich soll der Gewinn sich auch weiterhin verbessern. Also alle Zahlen zeigen aktuell in die erwartete positive Richtung und dementsprechend ist natürlich auch hier die Hoffnung, dass der Kurs weiterhin stabil in diese Richtung läuft, hoch. Allerdings muss man sagen, mit diesen 15% haben wir jetzt schon einen ganz deutlichen Sprung gemacht und die Aktie ist jetzt zumindest verglichen mit den historischen Durchschnitten etwas teurer bewertet, als sie in der Vergangenheit war.
Ist jetzt nicht unüblich in der Chipbranche aktuell, insbesondere wenn es um das Thema KI geht. Da sind viele Unternehmen teurer, muss man aber wissen, wenn man halt hier wieder nicht diese Erwartungen treffen könnte, kann es natürlich wieder auch sein, dass sich das relativ schnell im Kurs widerspiegelt. Und man hat ja auch ganz schön gesehen, dass man einfach wirklich sehr, sehr abhängig ist von diesem Konsumklima. Besonders in der Automobilbranche oder in der Elektrogerätebranche ist man natürlich vom ganz normalen Konsumsentiment sehr abhängig. Und wenn das wieder unter Druck geraten sollte, aus was für Gründen auch immer, könnte es da auf jeden Fall wieder zu Problemen kommen. Ja. Hier ist es nochmal in der Pro- und Kontraliste zusammengefasst. Lest euch das gerne in Ruhe durch. Mehr oder weniger ist es einmal das, was wir im Kern eigentlich besprochen haben. Wir sind knapp über der Zeit, deswegen noch ganz kurz, was steht an? Heute Nachmittag, wie gesagt, nochmal der Blick in die breite Chipbranche, 16.45 Uhr. Wir gucken uns an, was ist so los abseits von Nvidia, abseits von AMD. Wir haben jetzt mit Micron gestartet. Wir werden uns Samsung zum Beispiel angucken. Wir werden uns Broadcom angucken. Und wir werden auch ein paar Veränderungen in unseren Depots vornehmen. Das kommt so ein bisschen daher, dass das gerade besser läuft, als man es gedacht hätte. Das heißt, wir werden ein paar Umschichtungen vornehmen. Mehr dazu gibt es aber heute Nachmittag. 10.30 Uhr, dann Market Roundup nächste Woche am 26.03. Und dann werden wir uns am Donnerstag in der nächsten Woche auch den Ölaktien wieder widmen, Occidental Petroleum in dem Falle, und uns anschauen, warum investiert Warren Buffett hier eigentlich Milliarden. Das gibt's bis dann, und wir sagen an der Stelle Tschüss und noch einen erfolgreichen Tag. Bis dann. Tschüss.